Weil Deutschland braucht endlich wieder eine wirklich starke Friedensbewegung. Seit wann ist der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Diplomatie und Verhandlungen rechts? Und Kriegsbesoffenheit ist dann wohl links. Einige haben ja offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren. Let's go, Sarah, let's go. Für die Ermordung von tausenden Juden, Polen und Russen. Und dieser Mann wird von Melnik und anderen verehrt. Und unsere Kriegstrommler machen sich mit denen gemein und erzählen uns etwas über Querfront und Rechtsoffenheit. Was ist das für eine verlogene Debatte? Lass alles raus, ich schwör's dir, lass alles. Ich hab grad ein bisschen Gänsehaut bekommen auch an der Stelle, meine lieben Freunde. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Highlight-Kanal von Leon Lovelock. Ich küsse euer Herz, nur Liebe geht raus. Directly von Mexiko, immer noch. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren von der Frau Wagenknecht. Sarah Wagenknecht, Rede beim Aufstand für Frieden in Berlin. Ich habe eben im Chat schon gesagt, ich habe mir letztens das Video reingezogen, wo die Frau Wagenknecht bei Markus Lanz war. Und da muss ich echt sagen, das hat mich einiges an Beherrschung gekostet, mir das reinzuziehen. Ich konnte es auch nicht ganz bis zum Ende gucken. Ich habe nur gesagt im Chat eben gerade auch, Sarah Wagenknecht, ich habe auf jeden Fall deinen Rücken. Wenn irgendwas ist, rufst du an. Komme ich auch nach Deutschland. I got you. Ja? Wir gehen jetzt rein ins Video, wir gehen rein in die Rede. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Let's get it on. Freundinnen und Freunde, liebe Friedensfreunde, ich bin so froh, dass ihr alle hier heute gekommen seid. Und ich weiß, dass auch viele Tausende unsere Kundgebung an den verschiedenen Livestreams mitverfolgen. Stream it in, man. Ich denke, heute kann man sehen, wie viele wir sind. Und von jetzt an werden wir unsere Stimme so laut erheben, dass sie nicht mehr übergangen werden kann. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind nicht nur viele. Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren, weil Deutschland braucht endlich wieder eine wirklich starke Friedensbewegung. Safe. Fühle ich. Ich bin da. One love. Ihr habt... Aber die Regenbogenflagge lass mal weg. ...alle verfolgt, was passiert ist. Als Alice Schwarzer und ich gemeinsam mit 69 Erstunterzeichnern unser Manifest für Frieden veröffentlicht haben. Da ist in Teilen der politischen und medialen Öffentlichkeit Deutschlands eine regelrechte Hysterie ausgebrochen. Was hat man uns nicht alles unterstellt? Was hat man uns nicht alles vorgeworfen? Uns und damit stellvertretend natürlich auch den über 600.000 Unterzeichnern unseres Manifests. Wir seien zynisch, gewissenlos, amoralisch, Handlanger Putins, womöglich sogar von Putin bezahlt. Das haben die gesagt auch bei Markus Lanz in dem Talk, den ich euch eben gerade gezeigt habe. Da hat die eine Dame, die auch in der Runde mitsaß, gesagt, die Wagenknecht kommt mir so vor, als ob sie von Putin bezahlt ist und so. Also schon harte Dinge, die da in den Kopf geworfen wurden. Sehr, sehr krass. Obwohl sie ja eigentlich da in dem Talk auf jeden Fall nur gesagt hat, dass sie für Frieden wäre und dass sie glaubt, dass ein Krieg anfeuern mit Waffen nicht für den Frieden sorgt. Und der gleichen Meinung bin ich auch, meine lieben Freunde. Trotzdem haben sich die Menschen nicht abhalten lassen. Sie haben unser Manifest unterzeichnet. Jeden Tag werden es mehr, die das Manifest unterzeichnen. Und da muss ich hier auch nochmal sagen, das ist großartig. Von euch allen ein herzliches Dankeschön. Ich meine, die Kampagne gegen uns, sie gipfelte darin, dass man versucht hat, uns in die Nähe der extremen Rechten zu rücken. Daran sieht man, wie krank die Diskussion in Deutschland inzwischen ist. Ich schwör's dir, Facts. Facts. Meiner Meinung nach hat die alte Linke mit der heutigen Linken gar nichts zu tun. Also das, was die Linken heutzutage promoten und was so als links gilt, hat nichts mit den Werten zu tun, die man mal hatte als Linke. Weil ich weiß das, mein Opa ist einer von den alten Linken quasi so, meine Großeltern. Und die Werte und die Dinge, für die die standen, sind ganz andere wie die Werte und die Dinge, für die
die Menschen, die sagen heute, dass sie links sind, da stehen, so, weißt du, was ich meine? Das hat damit fast gar nichts mehr zu tun. So, und das ist crazy, dass du, wenn du dich hinstellst und sagst, dass du für Frieden bist, dann giltst du heutzutage als ein Rechter, Digga. Und das ist halt in Deutschland, das Problem ist halt, dass in Deutschland, wenn das Wort rechts kommt, dass viele das mit Nazis gleichsetzen. In Amerika ist es zum Beispiel anders. Da ist ja Right Wing, ist ja mehr so, hat er nicht wirklich was mit hat er nichts mit dieser Nazi-Geschichte zu tun, so, weißt du, was ich meine, so. Aber ich persönlich kann wirklich sagen, dass ich hinter 80-90%, was die Leute heutzutage als links bezeichnen, nicht hinterstehe, so. Und damals wäre es anders gewesen. Damals hätte ich mich eher dazu geordnet, weißt du, was ich meine, so. Heutzutage ist es nicht mehr so. Die haben das kaputt gemacht mit dem ganzen Scheiß, mit diesen ganzen komischen Agendas, die die da durchsetzen. Haben die linke Seite komplett kaputt gemacht, so. Seit wann ist der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Diplomatie und Verhandlungen rechts und Kriegsbesoffenheit ist dann wohl links? Einige haben ja offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren. Ich schwör's dir, liegt vielleicht am Polsprung, mein lieben Freunde. Der Kompass funktioniert nicht mehr richtig, Digi. Und ich sage ja auch nochmal in aller Deutlichkeit, nur um die alle abzuschrecken, die das schon wieder überall verbreiten wollen, weil es sich eigentlich von selbst versteht. Aber ich sage es trotzdem nochmal, selbstverständlich haben Neonazis und Reichsbürger, die in der Tradition von Regimen stehen, die für die schlimmsten Weltkriege der Menschheitsgeschichte Verantwortung tragen, auf unserer Friedenskundgebung nichts zu suchen. Das versteht sich aber wohl von selbst, dachte ich. Aber genauso sage ich auch, jeder, der ehrlichen Herzens mit uns für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren will, ist hier willkommen. Und daraus soll man nicht so eine dumme Debatte machen. Es nervt mich, auf welchem Niveau in Deutschland inzwischen diskutiert wird. Es ist wirklich unsäglich. Let's go, Sarah, let's go. Und ich finde auch das möchte ich hier nochmal sagen, wenn wir schon über Rechtsoffenheit reden, das ist ja ein Begriff, der ganz oft gefallen ist im Vorfeld der Kundgebung, wenn wir schon über Rechtsoffenheit reden, dann sollen sich die Kriegstrommler doch verdammt nochmal an ihre eigene Nase fassen. Leute, die keine Scham haben, sich mit anderen zu verbünden, die ganz echte Nazis verehren. Ich denke da zum Beispiel an den früheren Rüpel-Botschafter und heutigen Vize-Außenminister der Ukraine, Herr Melnik. Boah, Digga, die haut harte Facts raus, meine lieben Freunde. Sehr, sehr harte Facts. Der macht gar keinen Hehl daraus. Melnik und auch andere Größen dieses Landes machen doch gar keinen Hehl daraus, dass sie beispielsweise in dem Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera einen nationalen Heroen sehen. Und ich erinnere daran, Bandera, der Antisemit, ist mitverantwortlich für die Ermordung von tausenden Juden, Polen und Russen. Und dieser Mann wird von Melnik und anderen verehrt. Und unsere Kriegstrommler machen sich mit denen gemein und erzählen uns etwas über Querfront und Rechtsoffenheit. Was ist das für eine verlogene Debatte? Das möchte ich ja auch nochmal deutlich sagen. Lass alles raus, ich schwör's dir, lass alles. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen auch an der Stelle, meine lieben Freunde. Fühl ich, feier ich, prägt mich und leichte Gänsehaut ist schon eine harte Stufe. Ich meine, die härteste Stufe wäre, wenn jetzt noch eine Träne kullert, aber da brauchen wir noch ein bisschen. Aber das hysterische Gebrüll, in Teilen der Politik und der Medien zeigt natürlich auch, sie haben wirklich Angst vor uns. Sie haben Angst vor einer neuen Friedensbewegung. Und ich finde, da haben Sie auch Grund dafür. Sie haben nämlich Angst, dass Sie Ihre Politik nicht mehr ohne weiteres so fortsetzen können. Und ich sage Ihnen, ja, genau deshalb sind wir hier, damit Sie diese Politik nicht fortsetzen können. Also bitteschön, wenn Sie Angst haben, das ist ein Kompliment für uns alle.
Es geht um viel. Es geht um viel. Es geht zum einen darum, das furchtbare Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden. Es geht darum, Russland ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten, statt einen endlosen Abnutzungskrieg mit immer neuen Waffen zu munitionieren. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Das Weiße Haus, Joe Biden, hat mit Rüstungskonzernen über viele Jahre Verträge abgeschlossen, also für viele Jahre Verträge abgeschlossen, dass die Ukraine mit Waffen beliefern. Für viele Jahre soll die Kriegsmaschinerie munitioniert werden, damit ihr nicht die Waffen ausgehen. Was ist das für eine wahnsinnige und zynische Politik? Und die stellen sich dann auch noch hin und sagen, das sei Solidarität mit der Ukraine. Was ist das für eine Lüge? Das ist doch keine Solidarität. Das ist das genaue Gegenteil dessen. Denn Solidarität, das ist doch völlig klar. Solidarität wäre, alles dafür zu tun, das Sterben zu beenden. Solidarität heißt Leben retten und nicht Leben zerstören. Solidarität heißt, sich für den Frieden zu engagieren und nicht für den Krieg. Und dafür braucht man keine Panzer, dafür braucht man Diplomatie, Verhandlungen und Kompromissbereitschaft von beiden Seiten. Das braucht man dafür, das ist solidarisch. Man kann dazu auch echt nicht viel sagen. Also ich kann nur dazu sagen, dass die ganz viele Dinge ausspricht, die ich genau so fühle. Und daran merke ich, dass das noch ein normaler Mensch ist, der da redet so. Man muss ja nicht alle müssen ihrer Meinung sein. Alles schön und gut. Aber wenigstens kommt dabei was an, wenn die redet so. Und nicht wie bei den ganzen anderen Marionetten, die einfach immer nur irgendwas erzählen, wo man gar nichts spürt. So, ich spüre da nichts. Und ich bin ein Mensch, ich spüre eigentlich immer was. Weißt du, was ich meine so? Und bei diesen ganzen Marionetten, die da stehen und irgendwas erzählen, so, ich spüre da einfach nichts. Aber bei ihr spüre ich was. Ich spüre, dass sie wirklich für Frieden redet. Dass sie noch ein Herz hat. Dass sie noch eine Seele hat, Digi. Weißt du, was ich meine? Das kommt einfach bei mir an. Und sowas ist halt wichtig. Und ich finde es gut, dass sie so eine Rede da rausgehauen hat. Ich kann es bis jetzt nur unterschreiben, mein lieben Freunde, ja? Bester Mann. Verhandlungen und Kompromissen. Die Ukraine darf kein russisches Protektorat werden. Aber nach allen Berichten, die wir über die Friedensverhandlungen im Frühjahr haben, und damals hatte sich der damalige israelische Ministerpräsident Bennett engagiert und auch die türkische Regierung. Nach allen Berichten über die Verhandlungen damals muss man sagen, die sind offensichtlich damals nicht an der russischen Seite gescheitert. Und auch das gehört zur Wahrheit, finde ich dazu. Es geht also darum, das Sterben in der Ukraine zu beenden. Aber es geht auch um mehr, das ist ja hier schon angesprochen worden. Es geht auch darum, das Risiko einer Ausweitung dieses Krieges auf ganz Europa, womöglich auf die ganze Welt, dieses Risiko zu bannen. Und es ist verdammt groß, dieses Risiko. Wir haben alle. Das muss auch mal gesagt werden, weißt du, was ich meine? So, ich glaube, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, dass auch. Ja, dass es einfach auch eine Art Risiko ist. So. Wenn das wirklich so weit kommt, dass Amerika den Krieg gegen Russland startet, weil es ist ein Krieg zwischen Amerika und Russland, das sollte mittlerweile jedem bewusst sein. Und wenn der startet, dann wird der nicht am Anfang in Amerika ausgetragen. Der wird in Europa ausgetragen, wie auch in der Vergangenheit. Und das muss man sich halt bewusst machen, dass wir genau in der Mitte sind. Und solange wir unseren, I don't want that, bro. Also ich will das nicht. Ich wünsche mir das für niemanden von euch auch. Natürlich, meine Familie ist in Deutschland und so. Wer will dann einen Krieg haben in Europa, Bro? Da muss man doch alles dafür tun, dass man das irgendwie vermeiden kann. Dass es nicht so weit kommt. Und ich habe das Gefühl, es wird das Gegenteil getan. Es wird nicht alles dafür getan, dass es nicht so weit kommt. Beziehungsweise es wurde auch nicht alles dafür getan, dass es nicht so weit kommt. Man hat das Gefühl, es wird bewusst eskaliert. Mehr.
sehen, der Einschlag einer ukrainischen Rakete in Polen damals, die ja zunächst als russische Rakete hingestellt wurde, der hat dazu geführt, dass die ersten Verrückten tatsächlich schon gefordert haben, der Bündnisfall müsse jetzt eintreten. Und wir alle wissen doch, es kann ja tatsächlich mal eine russische Rakete sogar aus Versehen jenseits der Ukraine einschlagen. Und was passiert dann? Haben wir dann den Bündnisfall? Haben wir dann den Weltkrieg? Das heißt, mit jedem Tag, an dem dieser Krieg verlängert wird und mit jeder tödlichen Waffe, die wir da weiter zusätzlich in dieses Pulverfass liefern, wächst die Gefahr für einen großen Krieg in ganz Europa und womöglich in der ganzen Welt. Und auch das müssen wir unbedingt stoppen. Auch dagegen stehen wir heute hier, weil das ist eine unverantwortliche Entwicklung, die unbedingt aufhören muss. Safe. Oder erzählt man uns, ja, das sei doch Putin-Propaganda. Nein, liebe Leute, auch der UN-Generalsekretär Guterres hat vor kurzem sehr deutlich davor gewarnt, dass die Welt gerade dabei ist, mit sehenden Augen, mit weit geöffneten Augen in einen großen Krieg hineinzugehen. Ist Guterres auch ein Putin-Propagandist? Mein Gott, wie kann man nur die Augen so schließen? Wie kann man nur so kriegsbesoffen sein, dass man diese Gefahr nicht sieht? Wer weiß, welche Industrie da wieder dahinter steckt, Bro. Wer da wieder geschmiert wird, wer da wieder die Moneten hinten rüber geschickt bekommt, so. Die Waffenindustrie, die Waffenlobby ist auch riesig, ne? Genauso wie die Pharmalobby uns gefickt hat mit der ganzen Corona-Geschichte, könnte es jetzt auch wieder die Waffenlobby sein, die das ganze Ding hier auch anfeuert und die Politiker in der Tasche drin hat. Man müsste halt mal die Geldströme verfolgen, weil es ist einfach, Bro, Geld regiert die Welt. Jeder hat seinen Preis, vor allem wenn du Politiker bist, so. Die meisten von denen haben keine Ethik, keine Moral, kein Herz, keine Seele mehr. Die scheißen auf alles für ihre Position. Die würden über Menschenleben gehen, über Leichen. Komplett. Und das ist halt krank. Und was ich auch mitbekommen habe, ist doch, dass Russland jetzt auch dieses, was war? Normalerweise gab es so Abrüstungsverträge von den Atomwaffen oder irgendwas war, ne? Diese Verträge wurden jetzt auch einfach ausgesetzt, ne? Das sagt auch keiner. Ist doch Wahnsinn, das zu verantworten. Und oder meinen einige vielleicht, ach, diese Gefahr, die müssen wir heldenhaft in Kauf nehmen, weil wir ja für das Gute kämpfen und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und denen, die das sagen, möchte ich deutlich entgegnen. Nein, wer die Gefahr eines nuklearen Infernos in Kauf nimmt, der steht nicht auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wer nicht alles in seiner Macht Stehende tut, um die Gefahr einer solchen Eskalation zu bannen, der kämpft auch nicht für das Gute, sondern der ist verantwortungslos. Die Atomkriegsuhr steht aktuell bei 90 Sekunden vor 12. Die Wissenschaftler, die diese Uhr betreuen, haben sie vor kurzem noch einmal nach vorne gestellt. Interessiert das die Bundesregierung überhaupt nicht? Noch nie, noch nicht mal im Kalten Krieg, stand die Welt so nah an der Schwelle eines atomaren Infernos. Und auch deshalb sind wir heute hier, denn das darf nicht weitergehen. Kriegt man so in den Medien gar nicht mit, ne? Da wird gesagt, ja, das ist alles Propaganda in Russland, die werden doch niemals und alles gut und so. Diese Atomuhr muss wieder zurück, verdammt nochmal. Sie muss weiter weg von 12 Uhr und nicht immer näher drankommen. Ich kann mich noch gut an meine Kindheit und Jugend erinnern. Das waren die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das war die Zeit, wo über Raketenstationierungen in Deutschland diskutiert wurde und weltweit über Sternkriegsprogramme. Ich bin aufgewachsen mit der Angst vor einem großen Krieg, mit der Angst vor einem Atompilz über Berlin. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie dankbar ich war, als dann mit Michail Gorbatschow
eine neue Zeit begann. Eine Zeit der Abrüstungsgespräche und Abrüstungsverträge. Und das war eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, ja, jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Ein Zeitalter der Abrüstung, der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Sicherheit. Ich gebe zu, ich hatte in den Jahren danach fast vergessen, wie es sich anfühlt, wenn man Angst hat vor Krieg. Heute weiß ich es wieder. Heute, 30 Jahre nach Gorbatschow, hat Putin mit dem Startabkommen gerade den letzten noch gültigen Abrüstungsvertrag auf Eis gelegt. Das hat er getan, nachdem die USA zuvor den ABM-Vertrag, den INF-Vertrag und das Open-Sky-Abkommen aufgekündigt hatten. Heute redet niemand mehr von Abrüstung. Heute wird aufgerüstet, was das Zeug hält, und die Atomwaffenarsenale werden modernisiert. Heute wollen Politiker unseres Landes, dass Gorbatschow seine Wiedervereinigung verdankt, Russland ruinieren. Heute sollen deutsche Kampfpanzer wieder auf russische Soldaten schießen. Und zumindest Melnik ist sich sicher, dass bald auch Kampfjets geliefert werden. Liebe Freundinnen und Freunde, diesen Wahnsinn müssen wir stoppen. Deshalb sind wir heute hier. Liebe Freundinnen und Freunde, wir leben ja in einer Orwellschen Welt. Was erzählt man uns da eigentlich für Geschichten? Panzer schaffen Frieden. Waffen retten Menschenleben. Und der ukrainische Oligarchenkapitalismus, der... Und die Leute kaufen das ab und gehen genau mit diesen Argumenten auch nach draußen. Das ist das Kranke bei der ganzen Sache so. Da gibt es Leute, die stellen sich hin und die sagen, wir müssen Waffen für den Frieden senden. Das ist christliche Nächstenliebe. Die vermischen das mit Gott, mit guten Werten, mit Frieden und so. Mit all diesen Sachen, die voll dagegen sprechen eigentlich. What the fuck, Bro? Wo sind wir mittlerweile hingekommen, dass Menschen wirklich denken und argumentieren, dass Waffen, Religion, Frieden und so, dass es eins ist, Digga. Weißt du, was ich meine so? Wo sind wir hingekommen? Wie krass programmiert muss man sein, dass man einer... Hey, Bro. Genauso korrupt ist wie der Russische, kämpft angeblich für unsere Freiheit und unsere Demokratie. Schon George Orwell wusste, wenn alle die verbreitete Lüge glaubten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde zur Wahrheit. Und deswegen sagen wir deutlich, wir glauben eure Lügen nicht mehr. Wir wissen, dass Waffen töten und Panzer dazu da sind, Krieg zu führen. Und wir wissen auch, dass unsere Freiheit nicht in der Ukraine verteidigt wird, genauso wenig wie vorher am Hindukusch. Und es geht auch nicht um hehre Werte in diesem Krieg, sondern um die NATO und den Umfang der amerikanischen Einflusszone. Und deshalb sind wir hier, damit dieses sinnlose Sterben aufhört. Und wir sind auch deshalb hier, weil wir uns von der deutschen Regierung nicht vertreten fühlen. Schon lange nicht mehr. Eins in den Chat, wer sich von der deutschen Regierung vertreten fühlt. Zwei in den Chat, wer sich nicht vertreten fühlt von der deutschen Regierung. Das interessiert mich jetzt. Wir fühlen uns nicht vertreten von einer grünen Außenministerin, die wie ein... Die Annalena, die Jutste, die einfach irgendwas erzählt die ganze Zeit. WEF für den Mann. Von einer grünen Außenministerin, die wie ein Elefant im Porzellanladen über das internationale Parkett trampelt und ihre öffentlichen Äußerungen so wenig im Griff hat, dass sie mal eben aus Versehen Russland den Krieg erklärt. Die ist fertig mit der Welt, ich schwör's dir. Bro, die ist echt fertig mit der Welt. Also... Das ist echt krank. Das, was wir für eine Außenministerin haben, das ist echt krass. Also das muss man echt sagen, was Deutschland vertritt, so, boah, Digga.
von Frau Baerbock fühlen wir uns nicht vertreten. Und wir fühlen uns auch nicht vertreten von Panzertoni und den ganzen grünen Waffennarren, die den Eindruck erwecken, sie würden am liebsten gleich selbst mit geladenem Rohr im Leopard gegen Russland rollen. Was ist das für eine Debatte, die da geführt wird? Petra Kelly würde sich mit Grausen von dieser Partei abwenden. Das muss man ja auch mal deutlich sagen. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir fühlen uns auch nicht vertreten von einer Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann, der die Geschäftsbilanz von Rheinmetall und Co. offensichtlich mehr am Herzen liegt als das Schicksal der Menschen in der Ukraine oder gar der Weltfrieden. Nein, von dieser Frau und von einer FDP, wo die Strack-Zimmermanns den Ton angeben, fühlen wir uns nicht vertreten. Aber wir fühlen uns auch nicht vertreten von einem Kanzler, der zwar zunächst immer zögert und für Bedachtsamkeit und Vorsicht wirbt, aber dann trotzdem regelmäßig vor den Kriegstrommlern in seiner Koalition einknickt und eine rote Linie nach der nächsten überschreitet. Nein, Herr Scholz, auch von Ihnen fühlen wir uns nicht vertreten, weil das ist eine fatale Politik. Wir wollen nicht, dass mit... Meinst du das ernst, Fate86, der schreibt gerade echt rein... Meckern kann man immer, man kann sich in einer Demokratie immer und überall beteiligen. Ist es echt so, ja? Okay, inwiefern konnten wir uns denn beteiligen dabei, bei der Entscheidung, was Lockdowns anging während der Corona-Zeit? Inwiefern konntest du dich da beteiligen? Inwiefern konnte man da irgendwie sagen, nee, und das hat dann auch wirklich eine Wirkung gehabt, so? Bro, die haben darüber nachgedacht, das Grundgesetz zu ändern, dass man nicht mal mehr demonstrieren gehen darf. Also das ist echt ein schlechtes Argument. Das ist für mich auch keine Demokratie, wenn ich dir ganz ehrlich bin. Deutschen Panzern auf die Urenkel jener russischen Frauen und Männer geschossen wird, deren Urgroßeltern tatsächlich von der Wehrmacht auf bestialische Weise millionenfach sie ermordet wurden. Wir wollen nicht, dass auf deren Urenkel wieder geschossen wird mit deutschen Waffen. Auch deshalb sind wir hier, weil das ist wirklich völlig geschichtsvergessen. Haben die denn überhaupt nicht mehr im Kopf, was deutsche Geschichte mal war? Platz machen, der muss wegfahren. Digga, das ist doch Steiger, Bro. Mal war. Digga, da war einfach der Steiger, Diggi. Guck mal, Bro, das war der Steiger, Digga. Musst du Steiger fragen, Bruder. Krass. Entschuldigung, hier ist ein Rettungseinsatz. Bitte Platz machen, dass er durchkommt. Das ist ganz wichtig. Ich hab den einfach direkt erkannt, Bro. Ich nur zwischendurch sagen. Und wir, liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen auch nicht, auch deshalb sind wir hier, dass Deutschland sich immer weiter in diesen Krieg hineinziehen lässt, so lange, bis der Krieg möglicherweise hier ist. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Und dagegen wehren wir uns. Und deswegen sind wir hier auch so zahlreich. Nein, Schluss, nieder mit dem Krieg. Er hat sich voll gefreut, hat Bilder gemacht und so. Wir halten es mit der großen pazifistischen Schriftstellerin Bertha von Suttner, die einmal geschrieben hat, keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, das wollen wir nicht. Lasst uns das Blutvergießen stoppen. Wir stehen auf für Frieden und gegen den Krieg. Wir sind da und wir werden nicht mehr verschwinden. Lasst uns heute den Startschuss für eine neue, starke Friedensbewegung in Deutschland geben. Ganz herzlichen Dank.
Stark. Sarah, I like that very much, man. One love an der Stelle. Einmal Herzen in den Chat, meine lieben Freunde, für die gute alte Frau Wagenknecht. Alt in Anführungszeichen. War nicht so gemeint. Nicht persönlich nehmen. Auf jeden Fall stark. Feier ich.